Dr. Nets Zombieinsel. Es war eine finstere und stürmische Nacht. In einem entlegenen Winkel von Pandora, den nur wenige Männer zu betreten wagen. Nach ihrer Suche nach der trügerischen Kammer schlugen sich unsere furchtlosen Abenteurer in die Bäume von... Was sind Bäume? Oh, verdammt nochmal! Das sind echt hohe Pflanzen, die aus dem Boden rauswachsen. So? Keine Unterbrechungen mehr! Sie schlugen sich also in die Bäume von Jacob's Cove, einem verwüsteten und vergessenen Ort. Dort versuchte der Wissenschaftler Dr. Ned, der absolut nichts mit dem Dr. Zed aus der letzten Geschichte zu tun hat, der gesamten Menschheit zu helfen. Aber letztlich hat er eine Riesenscheiße angerichtet. Du hast geflucht! Der Typ hat Zombies erschaffen, okay? Du bist hier nicht die Polizei, du musst aufpassen! Also, da ist übler Mist passiert. Und es wurde echt gruselig. Und genau da beginnt unsere ist Geschichte. Ist irgendwas davon ja, wahr? Das weißt du wahrscheinlich. Du bist adoptiert. Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Mit der Lizzie. Wo ist sie? Da ist sie. Hier ist sie. Hi. Wir sind im Zombie Island. Wir haben mal ein DLC gestartet. Ja, einfach so ganz spontan. Genau. Wollen wir uns doch mal ansehen hier. Hier ist Claptrap. Yay. Nein. Begrüßungskomitee. Kalibriere die Abwehrgeschütze. Wir da brauchen Reparatur. Nee, dem geht's gut. Darf ich jetzt durch? Oder sind die hier? Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil er gesagt hat, nach dieser Geschichte als Kammerjäger, ne? Stimmt. Die sind bestimmt alle Level 100. Im Internet stand Level 15. So, machst du uns den Weg frei. Ein Cappuccino hätte ich jetzt auch gerne. Ja, Cappuccino wäre schön. Mann, reiche mir ein Cappuccino, bitte. Oh, verdammt. So. Sieht aber schön aus hier. Cool sieht das aus. Ja. Das wäre ja so fast schon so eine Halloween-Geschichte gewesen. Ja, vielleicht. Nee, ist noch zu früh. Ist noch zu früh, ja, ich weiß. So, was haben wir hier? Zombies! Level 25! Was? Ich dachte Level 15. Aber Level 25 ist okay. Das ist genau richtig. Ich bin ja nur Level 24. Ist ja, egal. Ich bin Level 25. Wahrscheinlich wird das auf mich skaliert dann. Ach, deswegen stand das auch ganz am Anfang. Dass ich sonst ein Host sein sollte. Ah, okay. Ja, das kann das hat er jetzt den Helm auf. Geil. Zombiehirn. Konntest du aufsammeln? Ja. Keine Ahnung warum und wozu. Nicht, dass die uns beißen, ne? Erwischt! Was macht man denn mit den Zombie-Hirnen? Vielleicht irgendwas craften oder sowas. Seit wann kann man hier was craften? Weiß ich nicht. War nur so eine Idee. Die fliegen alle das Gehirn weg. Ja, wenn man Kopfschüsse gibt, dann fliegt das Gehirn weg. Das kann man dann aufsammeln. Aber dann wird es doch kaputt gemacht. Nee, die Kugel macht nur den Schädel kaputt, nicht das Hirn. Hä? Ein Weihnachtsmann? Ein Weihnachtsmann, was? Was redest du denn da? Der sah eben so aus, als wenn das ein Weihnachtsmann konnte. Aber ist es nicht. Okay, wir müssen hier einmal rum. Ich höre hier eine Stimme. Jetzt höre ich eine Stimme. Ihm Beschmutzer! Ih, ich seh nichts. Ih, der rotzt rum! Man wird langsam dadurch. Ja. Okay, jetzt kommen mir die harten Sachen nur. Basta. Nur die harten kommen in den Garten. Richtig. Gib mir das Gehirn.
Ich weiß nicht wozu, aber ich will es haben. Eine Delikatesse. Aha. Ist eh für mich. Ist eh für mich. Nur für mich. Ja, da. Kann ich nicht nehmen. Ah, ist auch nur für dich, ne? Ja. Nur für mich. Ein Respawn-Punkt. Yay. Quarantine, Biohazard Containment Area, okay. So müssen wir da jetzt rein? Ja, bin voll. Müssen jetzt hier rein. Bin voll. Oh. Wir gehen in die Stadt. Ja. Noch ein bisschen Geld zum Einkaufen. Und die bestehen nur aus Zombies, die Stadt bewohnen? Scheinbar. Zombies und Claptrap. So, ich habe mal schon mal Geschütz 3 kalibriert. Das ist ein automatisches Geschütz, ja. Ne? Voll gut. Richtig gut. Da hinten ist noch eins. Oh, das ist ja richtig genial. Was ist das? Ach so, auch ein Zombiehirn. Hä? Ach, das ist wieder so ein Beschmutzer. Geh weg! Spuck mich nicht an! Geh nicht, spuck mich nicht an! Blah. Das ist großartig! So, wir brauchen noch Geschütz 2. Die Kulisse ist ja echt genial. Wie die Häuser allein schon aussehen. So, da oben müssen wir noch hin. Hä? Nein, Lizzie! Verdammt. Nein, 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 nein! Nein! Wo bist du? Hier, komm mal. Bin hier. Ich schieß einfach jetzt wild um mich. So, danke. Bitte sehr. So. So. Schnell das Gatling-Geschütz auch klar machen, ja. Und den Müll wühlen. Ja. Ich bin so froh, dass ich nicht aus leckerem Fleisch bin, so wie du. Aha. Toll. Blöder Claptrap. So, also die Kulisse ist echt cool. Ja. Ich weiß nicht, wie die alle aussehen. Ah, hier. Und da oben die Mühle auf dem Berg, also. So, jetzt müssen wir Dr. Nett suchen. Hier ist ein Medikit. Oh ja, wo? Ah, da. Hier. Danke. Noch eins. Da hinten, ja. Zombiehirn. Sieht man die eigentlich im Inventar? Nee. Okay. Ja, dann nimm's auch. Nicht nur entdecken, auch nehmen, bitte. Okay, vielen Dank. Viel Glück. Kommst du? Kommst du mit? Wo bist du denn? Hier durchs Tor. Hier hinten. Tor? Tor durchs Hinten. Tor durchs Hinten. Hinten durchs Tor. Da. Ach, da! Wo du so schön rumhüpfst. Genau. Was? Killed us all, okay. Schilde und Medizin. Das ist mein Geschäft. Ha! Ich habe jetzt erstmal eben den Spawnpunkt aktiviert. Ah! Ah! Hä? Ah! Ey, was ist denn das denn? Leichenfresser! Gott. Ich bin auch Level 25. Sehr gut. Die sind so klein, diese Leichenfresser. Ja, ich nehme jetzt meine Knarre hier, meine Pistole dafür. So, wo müssen wir hin? Da oben. In den Sumpf. Noch, falls du
noch ein Midi... Wer braucht einen Dr. Z, wenn es auch Dr. Nett gibt? So sieht's aus. Jetzt müssen wir da... Oh, oh, rennt der da schon wieder weg hier? Na klar. Wir müssen hier... Ich bin hier... voll in meinem Quest-Element. Ja. Das ist schön, aber ich kann dir dann nicht helfen. Oh, die ist ja neu. Die behalte ich. Die Musik auch, die ist echt, das ist echt geil hier. Bei mir ist nur so ein Hintergrundwummern die ganze Zeit. Ja, das ist so wie eine Kirchenglocke so ein, oder ja, so ein. Ja. Der spackt da hinten rum, der Beschmutzer. Ja, komm, machen wir das. Was war das denn? Was denn? Nichts, keine Ahnung. Das wurde auch nicht angezeigt. Hä? Was habe ich denn auf? Okay, wir müssen hier eher links lang. Die sind auf jeden Fall angenehmer zu bekämpfen als diese. Ja, das stimmt. Oh, da liegt was Blaues. Hört doch gleich auf zu sprechen. Loot! Scheiß auf den Thumper! Ich habe einen Rocket Launcher! Rotz mich hier nicht an, also wirklich. Nicht so geil. So. Auf die stehe ich. Mein. Nein, er hat mich gebissen. Oh nein, du bist ein Zombie. The Walking Dead. Ich bin Meistererforscher übrigens. Ah. Was auch immer das heißt. Die Serie liebe ich ja. Walking Dead? Ja. Ich habe, glaube ich, bei der dritten aufgehört zu gucken. Im Ernst? Ja. Mehr so der Game of Thrones Mensch. Ja, das sowieso. Das sowieso. Wer ist das nicht? Game of Thrones und The Walking Dead. Das muss sein. Hast du Dings gesehen? Wie heißt es denn? Stranger Things? Nee. Die ist geil, die Serie. Ist leider im Moment nur auf Netflix. Ach so, nee, dann habe ich nicht gesehen. Oh, was kriegen wir jetzt für Sachen? Tough Shield. Wir haben auch vorflitzt hier. Ja, hier müssen wir durch. Nach Hallows End. Darf ich die Reise initiieren, Madame? Ja. Okay. Darfst du. Es lädt? Ja. Mordecai's Bloodwing. Kamikaze-Zombies, irgendwas. Ein Angriff von Mordecai's Bloodwing. Creepy Treehouse. Ja, da wollen wir hin. Warte mal, können wir hier noch mal ein bisschen einkaufen gehen? SMG, natürlich. Warte mal. 1080 für 60. Ach komm, das kaufe ich. 82.000, ne. Nicht in Frage. Was habe ich denn da überhaupt aufgenommen? Die gebe ich jetzt weg hier. Nein, wie können die nur? So. Die gebe ich auch weg. Du bräuchtest Heilung, Madame. Hm. Wenn ich das so sagen darf. Und nicht aufs Sterben. Ja, kann ich mir halt gleich hier holen. Bei Onkel Z. Ich guck mal, ob ich irgendwas verkaufen kann. Auch weggeben. Umso mehr können wir dann aufsammeln und so. Zack. Und heilen. Ha. Ach, warte, 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 warte.
dann abgeschlossene Herausforderung. Geld kann Glück irgendwas. Irgendwas mit Geld und Glück. Mhm. Okay. Ich höre hier nur wieder irgendwann rumballern. Ja, ich töte. Das hat bestimmt auch wehgetan. Ach, das ist das, was so ewig lang dann nachlädt. Ja. Nein, ich meinte meine Waffe. Aber schön, dass du mir zustimmst. Ich stimme dir immer zu. Passt immer. Nice. Hier spritzt das Zombie dann nur so rum. Ih, das sieht ja gruselig aus. So den Kopf nach hinten geknickt. Ach, wieso sammle ich eigentlich die blöden Waffen auf? Schon wieder was Blaues. Ja. Problem? Das weiß ich doch nicht. Habe ich damit ein Problem? Eh, ein Psycho-Zombie. Wow. Ziel getroffen. Wow. Okay, die werden jetzt härter, glaube ich. Ach, es geht. Mhm. Naja, mit blauen Waffen und sowas, ne? Ja. So, nee, mehr geht nicht mehr. Muni kann ich nicht aufnehmen. Na, schaffst du Platz? Ich wollte mal die eine ausprobieren, ne? War das die? Ah, das ist ein Shotgun. Ja, probier das mal. Ging am Gesicht vorbei. Ja, besser dran vorbei als rein, würde ich sagen. Das stimmt. So, müssen einmal, glaube ich, hier lang. Und da sind schon die Zombies. Das ist echt cool, ey. Da von rechts auf. Ich nehme die rechts. Okay. Ah, warum habe ich denn die? Lieber die. Ja, das ist schon wieder ein Psycho-Zombie. Chewbacca, spiel auf, bitte. Das ist ja süß. Das kannst du aber gut. Obwohl ich nie irgendwas gesehen habe von diesem Film. Was ist das? Star Wars, Star Trek? Ich habe keine Ahnung. Star Wars, okay. Ist das. Ja, Entschuldigung. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Du wirst gevierteilt, wenn du das jetzt hier öffentlich machst. Ach, das wissen meine Zuschauer schon. Was, das habe ich schon so oft gesagt, dass ich das nie gesehen habe. Also, weißt du, mit dem Talent, sowas zu machen, so ein Geräusch, so ein süßes, ja, und dann noch mit Neuwagen-Deo, dann hast du sofort 10 Freunde an jedem Finger. Soll ich mal in mein Tinder-Profil reinschreiben? Oh, was? Ich riech nach Neuwagen. Nein, ich auch. Hinter mir war einer. Ja. Wieso werde ich dann schon respawned? Das weiß ich nicht. Wieso ging das denn so schnell? Hast du versehentlich was Falsches gedrückt? Nein, ich habe geschossen. Na so. Aber ich bin ja schnell wieder da. Braucht jemand ein Medikit? Nee, danke. Ich aber. Noch ein Zombie hin. Was machen wir mit den Dingern? So, ist das eine Quest oder sowas? Wahrscheinlich müssen wir die nachher erst einsammeln. Und sind noch mehr Zombies. Ah, das ist ein Psycho wieder. Joi. Links von dir! Danke. Oh, bitte. Oh, da kommen noch mehr. Ein Rumpf! Und ein Rumpf. Was? Rumpf? Da kam nur ein Rumpf. Ich habe ihn mal getötet. Ja, die sind halt nicht mehr ganz so frisch, ne? Ja. Ein Miniaturzombie. Oh, süß. Wie niedlich. Boah, der kann ich jemand danken. Treffen, ey.
Na, so niedlich bist du dann doch nicht mehr hier. Jetzt brauche ich keinen Arzt. So. Was denn hier? Na, auf jeden Fall eine Kiste. Ja. Ja, ja, das mag sein. Oh. Oh, jo. Und die übersieht er immer hier. Aber ist auch nur Geld drin. Ja, Geld brauche ich, mach YouTube. Hab ich was verpasst? Hast du gestern die 1 Million gekriegt? Ey, da kann ein Mann kochen. Ein Rumpf. Ja, der Rumpf, stimmt. Sergeant Rumpfel. Rumpfi genannt. Also ich finde das echt cool gemacht bis jetzt, ja. Das DLC. Gefällt mir echt gut. Ja, weg. Was ist das denn für einer? Der hat einen Pass dabei. Vorsicht! Ein Kamikaze-Zombie! Geil! Wow. Der schmeißt! Boah, krass! Oh, der- okay, die müssen wir auf jeden Fall töten, bevor die anderen rankommen. Ja, dass die auch noch selber explodieren, die Feinde. Ah, der kotzt mich voll. Ich sehe nichts hier. Und da kommt noch ein Rumpf angekrochen. Boah. Was ist jetzt Ruhe? Jo, jo, jo. Nee, da kommt noch welche an. Nein! Und jetzt haust du ab, du Schmutzer. Ich eile. So. Oh, da war doch hier ein. Nein! Bist du weg? Ja, so. Nein! Verdammt, ich hätte dich fast gehabt. Ich musste leider weg, verzeih mir. Dammit. Oh, fast 5000 hat das. Ja, du bist aber auch reich, da kann man das schon mal bezahlen. Ja, oder nicht? Na, im Gegensatz zu dir mache ich gar nichts auf YouTube, also bitte. Wie, du machst was? Hä? Deine Kohle meine ich, wenn du mit deinen 1 Million Zuschauern. Stirbbeschmutzer. Nestbeschmutzer. Hier ein bisschen Geld einsammeln. Ich vergesse wieder meinen Scorpio. Stimmt. Das könnte man eigentlich mal wieder häufiger stellen. Oh, ich nehme jetzt erstmal alles mit, was man verkaufen kann. Das ist mir sonst zu teuer, das Sterben. Aber wir kriegen zwischendurch immer mal ein bisschen mehr Geld. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber da kommen noch welche von rechts. So, jetzt die Frage. Oh, hier ist ein. Toll. Wir gehen jetzt hier rum. Ein Spawnpunkt. Hier ist ein Halloween-Kürbis. Oh, und Kisten. Oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist genug für alle da. Brauche ich eh nichts von. So, ich glaube, wir gehen jetzt hier lang. Genau, wir gehen jetzt ein Stück zurück und dann rechts rum. Ich hoffe, das. Guck mal auf die Karte. Meinst du, wir kommen dahin zu dem Punkt, wenn wir jetzt hier rechts rum gehen? Ja, ne? Wäre besser als links rum, glaube ich. Warte mal, bei dir rechts, was jetzt geradeaus, oder? Genau, wieder ein Stück zurück und dann rechts diesen Bogen da. Hm. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil wir haben aber schon da ist ja irgendwas abgehackt hier, ne? Kommen wir vielleicht nur ganz da hinten rum, kann das sein? Ich meine, wenn wir jetzt hier rumgehen in die Richtung, in die ich gerade gehe, hier diese. Du bist abgehackt. Achso, diese Richtung hier und dann hier einmal um die Kurve. Ich renne ja einfach nach. Okay. Dann können die anderen wenigstens sagen, du bist schuld. Genau. Aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Borderlands. Macht's gut. Tschüsschen. Tschüss.